Ja, hallo Freunde und willkommen heute mit einem ganz kurzen Video. Und zwar hatte mich jemand hier angeschrieben, dass er einen neuen Rechner bekommen hat mit Windows 10 und er den Windows Defender nicht aktivieren kann bzw. einschalten, weil hier in den Einstellungen alles ausgegraut ist. Das findet jetzt hier Windows Defender. Ja, das ist ja das Antivirus, Anti-Spyware Programm von Microsoft, was ich glaube auch ab Windows Vista mitgeliefert wird hier. Das ist bei mir auch hier ausgegraut, ausgeschaltet, wie ihr seht, und man kann hier nichts machen. Ja, die Antwort darauf ist ganz einfach, und zwar: Wenn ihr eine andere Antivirus-Software noch installiert habt, wie ich hier zum Beispiel Avira, ja, Avira schaltet den Defender hier einfach aus, damit nicht ja, zwei Antivirus-Programme gleichzeitig laufen, vertragen sich dann nicht so. Ja, also wenn wir jetzt hier ausschalten, hier den Avira. Das habe ich jetzt mal kurz außer Gefecht gesetzt. Ich schließe das nochmal und öffne nochmal. Und schon kann ich das jetzt hier, also beziehungsweise ist der Defender jetzt hier aktiviert. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Wenn wir jetzt wieder aktivieren hier natürlich. Zack. Jetzt ist mein Avira hier wieder aktiviert. Ich schließe das nochmal und öffne nochmal, und jetzt ist es wieder ausgegraut. Ja, das ist alles. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Fehler, das ist schon so gewollt. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel ein Antivirus habt, hier wie Avira installiert und hier trotzdem eingeschaltet ist, dann kann das eigentlich nur bedeuten, dass mit der Installation von Avira, von ja, oder Antivirus-Software irgendwas nicht funktioniert hat. Da solltet ihr nochmal vielleicht deinstallieren und dann nochmal komplett neu installieren. Ja, das war's eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like oder Abo freue ich mich natürlich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haben wir hier eine 64-Bit-Version. Das ist die 32-Bit-Version. Ja, ich nehme mal die 32-Bit hier. Am besten, wenn wir jetzt diese Exe-Datei, ja, den Launcher hier, Wizard, als Administrator ausführen. Dauert irgendwie einen kleinen Moment, bis da ist er. Genau, dann öffnet sich hier der.